Mut macht mutig. Kein Podcast für Feiglinge, sondern für dich, wenn du nur Ziele hast, Wünsche hast, Visionen hast und die auch wirklich umsetzen möchtest. Wenn du den Mut aufbringst, deine Ziele zu verfolgen, genau dafür ist dieser Mut macht mutig Podcast entstanden. Mein Name ist Martina Siegel und ich freue mich ganz herzlich, dass du heute wieder dabei bist. Was haben wir heute für ein Thema? Heute haben wir Erfüllung deines wahren Weges. Und wie soll ich meinen Weg überhaupt erkennen? Genau darum geht es heute. Weil Mut ist ja nicht etwas, ja, das mache ich halt einfach Dinge, sondern wenn ich Angst habe und es trotzdem tue. Weil Angst haben wir alle. Und auf die Themen bleibt dran bis zum Schluss, da kommen wir gleich drauf. Was ist überhaupt die größte Angst und unser größter Verhinderer? Also es gibt 10 Grundängste, aber eine Angst, die über allen Ängsten steht, die werde ich da ganz zum Schluss auflösen. Bleib dran, dann siehst du, du bist nicht alleine mit deiner Angst, aber es gibt immer Wege heraus. Und es steht ja in der Bibel schon drinnen, wahre Liebe vertreibt die Angst. Auch darüber werden wir sprechen, was ist die wahre Liebe und wie kann ich mit der Liebe die Angst vertreiben? Es gibt nämlich nur zwei Gründe für Entscheidungen im Leben. Das ist die eine, die Liebe, und das ist das andere, die Angst. Genau darum geht es heute. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Sei neugierig. Warum kann ich über das Thema reden? Ja, weil es mich selber so betrifft, weil ich immer wieder Angst habe. Das fängt schon an, wenn ich mir denke, ich war 23 Jahre, da habe ich mit meinem damaligen Freund, dann heutigen Ex-Mann, haben wir eine Firma gegründet. Und wir haben damals 600.000 Schilling Kredit aufgenommen für ein Unterfangen, das wir gar nicht gewusst haben, ob es funktionieren wird. Wir waren fest davon überzeugt, es wird funktionieren. Also das war der wahre Glaube, das wird gelingen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Heute ist ja selbstständig machen viel, viel einfacher. Heute brauchst du gar nicht viel Geld in die Hand nehmen. Durch Social Media geht es einfach viel, viel leichter als noch vor 43 Jahren. Genau. Und dann haben wir das Unternehmen gestartet und das war dann wirklich 20 Jahre erfolgreich. Aber wir haben es am Anfang, war es eine Angst, die zu überwinden war. Oder später war ich alleinerziehend mit 3 Kindern und da war ich immer selbstständig. Und das ist auch ein Risiko. Jeder hat gesagt, geh zum Sozialamt, lass dort dieses und jenes bezahlen und melde dich da. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich will das aus eigener Kraft schaffen und habe das dann auch wirklich zustande gebracht. Da gehört Mut dazu und einmal einen anderen Weg gehen, als andere Leute dir empfehlen. Weil eins ist auch klar, den Weg kannst nur du selber gehen. Und du musst immer die Leute fragen, die den Weg schon gegangen sind, wo du hin möchtest. Wenn du die falschen Leute fragst, wirst du falsche Entscheidungen treffen. Die müssen von dir von Herzen rauskommen. Horch auf dein Herzgefühl. Da komme ich immer wieder drauf hin, weil das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe niemanden mehr gefragt. Ich habe einfach getan und im Nachhinein erzählt. Also ich habe immer meinen Mut bekräftigt und erzählt. Und nicht meine Ängste. Die Ängste habe ich für mich behalten und habe immer dagegen gehalten. Wie, das zeige ich euch jetzt in diesem Podcast, wie das Schritt für Schritt gegangen ist. Zum Beispiel eine ganz lustige Angst. Vielleicht hast du so eine Angst, das ist ja lustig. Keine Angst ist lustig. Aber man muss dir vorstellen, ich komme aus der Buchhaltung und wie wir damals das Geschäft eröffnet haben, ich habe Angst gehabt vor dem ersten Kunden. Und wie der erste Kunde ins Geschäft reinkommt, jetzt habe ich mich unter der Pudel versteckt, damit er mich nicht sieht. Aber stell dir vor, wenn ich mich verstecke, kann ich nichts verkaufen, weil die Leute finden mich nicht, die sehen mich nicht. Und genau das passiert ja heute mit Social Media. Viele wollen sich selbstständig machen und haben Angst vor dem ersten Video und vor dem ersten Foto zum Veröffentlichen. Das ist einer der Ängste, die ich auch überwunden habe. Nämlich mein erstes Video online stellen. Was denken meine Freunde und Bekannten, wenn sie das im Status sehen, dass auf einmal ich ein Video drehe? Wer bin ich denn überhaupt? Wie komme ich denn dazu? Aber wenn ich jetzt ein Marketing anbiete, Verkaufen anbiete oder egal was du anbietest, wenn die Leute das nicht wissen, können sie bei dir nicht kaufen. Und deshalb ist so wichtig, dass du sichtbar wirst. Und diese Angst darfst du einfach überwinden. Durch diese Überwindung. Und wie kannst du das überwinden? Indem du vertraust und Glauben hast. Weil es steht zum Beispiel in 1. Johannes 4,17, in der Bibel ist es, wahre Liebe vertreibt die Angst. Das heißt, Gott ist die Liebe und die Liebe, und dann steht ja auch auf einer anderen Stelle noch, der wahre Glaube versetzt Berge. Wenn du Liebe hast, wenn du Vertrauen in Gott hast,
dann wird er dich begleiten und dir deine Berge ebnen. Und auf das kannst du dich verlassen. Das ist mir so oft passiert, ich konnte da so viele Wunder erzählen. Ja, man kann sagen, das ist ein Zufall, aber man kann sagen, das ist ein Wunder. Und das ist deshalb so super, weil manche Sachen werden leichter, wenn ich nicht denke, ich bin derjenige, der das lösen darf, sondern wenn ich sage, du, da mach das einmal, gell? Das steht jetzt an, bitte mach. Ich habe mein Bestes getan, also nicht, dass du nichts tun sollst, sondern schon deine Schritte jeden Tag gehen, so wie im Nebel. Wenn du jetzt im Auto sitzt zum Beispiel und du fährst einmal auf der Autobahn und jetzt bricht da ein totaler Nebel ein. Und manchmal haben wir einen Nebel, da siehst du wirklich vielleicht 50 Meter. Da musst du halt langsamer fahren, da musst du deine Schritte langsamer tun, bedächtiger tun, ein bisschen mehr beobachten, ja, beim Autofahren auch. Du kannst dir ein bisschen an den, weißen Strichen orientieren. Du kannst einmal ein bisschen langsamer, vielleicht Schritttempo fahren, aber du gehst vorwärts und weiter. Und dann kommst du trotzdem ans Ziel. Vielleicht langsamer, aber das ist ja egal, wie lange du brauchst. Hauptsache, du gehst Schritt für Schritt weiter. Und es wird ja von dir nicht verlangt, dass du jetzt anfängst und morgen schon erfolgreich bist, sagen wir, dort, wo du hin möchtest. Sondern, dass du wirklich Schritt für Schritt eine Stufe nach der anderen gehst. Und das Tolle ist, du brauchst auch nicht, in der Jugend haben wir oft nur so Schwung, vielleicht kennst du das, wenn da Stufen sind, dann nehme ich gleich 5 Stufen auf einmal und bin gerannt. Also ich bin oft wirklich so 10 Stufen mit 2 Schritten gerannt als Jugendliche oder noch sehr jung, wie ich war, weil ich so viel Energie immer gehabt habe. Immer. Aber das ist ja nicht nötig. Es genügt dir, wenn du Schritt für Schritt für Schritt machst. Und du musst ja gar nicht wissen, was in 10 Schritten los ist. Das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, dass du einen Schritt weiter gehst, so wie im Nebel. Du musst nicht 200 dahin düsen, wenn es nebelig ist. Dann fährst du halt einmal ein 30er. Und dann siehst du Schritt für Schritt, wo der Weg wirklich hingeht, wo eine Kurve ist. Und genauso ist es im Leben auch. Vergleich das, denk immer an den Nebel. Und dann geh halt langsamer. Dort, wo du die Schritte siehst und erkennst. Das ist so wichtig. Und jetzt sage ich dir 10 Ängste, vor was die Menschen Angst haben. Vielleicht ist der eine oder andere Grund auch bei dir. Das ist die Angst vor dem Tod. Gut, das ist eine Grundangst, die haben wir alle. Aber wenn du wirklich Gottvertrauen hast, brauchst du dich auch nicht mehr fürchten. Weil in der Geburt ist ja unser Sterben schon drinnen. Und wie lange du leben kannst, das weiß kein Mensch, was morgen ist. Und deshalb genieße jeden Moment. Ich habe einmal einen ganz schlauen Lehrer gehabt in der Hauptschule. Und der hat uns den Satz gesagt, und der Satz begleitet mich schon ein Leben lang, vielleicht hilft er dir jetzt auch. Und er hat gesagt, Kinder, ihr wisst jetzt noch nicht, was das bedeutet, was ich euch jetzt sage. Aber vielleicht schreibt sich den Satz trotzdem hinter die Ohren. Genieße jeden Moment des Lebens, egal welcher das ist. Und das gebe ich dir gern mit. Und auch wenn ich mal nicht so gut drauf war, wenn ich vielleicht einmal gerät habe auf der Couch, dann habe ich so hab ich gedacht, ja, ich sollte auch diesen Moment genießen. Oder wenn ich Angst habe, ich sollte auch diesen Moment genießen. Weil das gehört alles zum Leben dazu. Und deshalb fürchte ich mich auch nicht mehr. Ich genieße einfach jeden Moment. Ich bin mir nicht immer ganz bewusst, natürlich, da muss ich mir wieder den Satz herholen. Aber der hat mir schon super viel geholfen. Vielleicht hilft er dir. Die Angst vom Versagen. Wir haben so viel Angst, aber es können die Dinge nie passieren, wenn wir sie nicht anfangen. Und es gibt gar kein Versagen. Es gibt ja nur, das ist ja nur in unserer Bewertung der Situation. Das heißt, es gibt ja nur Ergebnisse. Und wenn du mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden bist, dann setz eine andere Ursache und probier es nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis du das Ergebnis hast, das du möchtest. Es gibt kein Versagen, es gibt nur ein Lernen, ein Wachsen, ein Lernen und Wachsen. Entweder hast du was gelernt aus der Situation oder du bist gewachsen. Es gibt kein Versagen, das muss einem einmal ganz klar sein. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Man hat immer Angst vor dem Versagen. Gell? Jetzt nehmen wir mal in eine Hand das Versagen, das Schlimmste, was passieren kann, und in die andere Hand nimmst das, wo du hin möchtest. Und was machen die meisten Menschen? Sie schauen immer dorthin, wo die Angst ist, was könnte passieren, dass das ja nicht passiert. Jetzt haben wir den Fokus genau auf dieser Angst, auf diesem Versagen. Aber stell dir mal vor, du das anders stellen, das Ganze.
stell dir mal vorne das Ziel hin und da hinten, schau her so, und da jetzt diese Angst, dieses Versagen. Und jetzt blickst du über die Angst auf dein Ziel in die gleiche Richtung. Und jetzt kannst du immer aufs Ziel schauen und du weißt, die Angst gehört dazu, damit du deine Ziele erreichst. Das Versagen, was wir Versagen nennen, ist nur ein Ergebnis, gehört dazu, weil in dem Moment, da lernst du gerade, wie es besser geht. Da lernst du den nächsten Schritt. Und wenn du Kinder zuschaust, ja, die fallen, ich weiß nicht, wie oft hin, bevor die gehen können. Und die würden nie liegen bleiben und sagen, oh, das ist nicht gelungen, oh, ich bin ein Versager. Nein, die lachen dabei und denken sich, ah, irgendwann schaffe ich es. Und genauso darfst du das auch machen. Das nächste, die Angst vor der Ablehnung. Wie oft machen wir irgendwas nicht, weil was könnte die Mama sagen, was könnte der Papa sagen, was könnten die Geschwister sagen, die Tanten, die Verwandten, die Nachbarn, die Freunde, was könnten die sagen, wenn ich auf einmal zum Singen beginne, ja, was glaube ich denn überhaupt, was glaubten die, die fängt jetzt zum Singen an, so toll ist ja Stimme gar nicht. Ist eine Bewertung von den anderen und du traust dich nicht, weil du Angst hast vor Ablehnung. Ich könnte Geschichten erzählen, das glaubst du nicht, was für Reaktionen gekommen sind auf mein erstes Video. Boah, das war aber nicht so klasse, weil die Freunde haben mich ja so nicht gekannt, dass ich mir auf einmal traue, vorher war ich schüchtern, auf einmal traue ich mir, ein Video zu machen. Früher hat es von mir nicht einmal Fotos gegeben, von mir gibt es auf 30 Jahre, 20 Jahre kein Bild. Weil ich habe gesagt, ich bin nicht fotogen, von mir macht man keine Bilder. Und heute mache ich Videos und stelle die ins Internet. Das musst du mal drüber nachdenken. Die Jugend heute kann sich das nicht mehr vorstellen. Wenn du noch jünger bist als ich, dann kannst du dir das nicht vorstellen, weil du in einer Zeit groß geworden bist mit der Digitalisierung. Da löscht man heute halt ein paar Bilder, die nicht schön sind. Früher hat man ja nur wenig Bilder gemacht und das war immer in einer besonderen Situation. Und wenn du dann gerade die Augen zugehabt hast, hast du blöd geschaut. Hat man ja nicht vorher gesehen, sondern hat viel Geld gekostet, die Entwicklung. Und deshalb hat man gesagt, man ist nicht fotogen. Und dabei stimmt das alles nicht, das ist alles eine Lüge. Die nächste Angst, die vierte, verlacht zu werden. Ja, was glaubst du, wie viele Menschen mich verlachen? Und jetzt sag doch mal, das musst du mal vor Augen halten. Das ist für alles im Leben, ist es immer. Diese 80-20-Regel gibt es einfach. Es gibt immer 20% der Menschen, die mögen überhaupt nicht. Die werden sagen, so doof. 20% werden sagen, boah, ist die geil, puh, super, das sind deine Fans. Und die 60% dazwischen nehmen die überhaupt nicht wahr. Das musst du mal bewusst werden. Das heißt, du, wenn du was machst, alle anderen können dir egal sein, du machst es für die 20% Fans von dir, die an dem gefallen haben, was du tust. Und die 60% dazwischen, da kann ab und zu wer sein, der die zufällig entdeckt und dann liked er dir, folgt dir und so weiter. Wenn wir schon beim Thema sind, freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Zeichen gibst, wenn du mir ein Herzchen gibst und wenn du, keine Ahnung, kommentierst. Natürlich freue ich mich. Du kannst deine Kommentare mal schreiben. Was ist deine größte Angst? Was ist deine persönlich größte Angst? Vielleicht mache ich genau dazu das nächste Video. Wäre natürlich cool. Dann kommt eine Angst, die Angst vor Einsamkeit. Wie viele Paare kenne ich, die nur verheiratet sind, weil sie Angst haben vor dem Alleinsein? Denk mal drüber nach. Hast du deinen Partner, deine Freunde, weil du sie liebst, weil du die Zeit mit ihnen liebst, weil du die Zeit, was du mit ihnen verbringst, genießt? Oder machst du das nur, weil es besser ist, als alleine zu Hause sitzen? Aber da fehlt dir die Einstellung, du bist nie alleine. Du hast immer jemanden, der bei dir ist. Das ist das Nächste. Auch dazu werde ich mal ein Video machen. Wer alles bei dir ist, wenn du glaubst, dass du allein bist. Du bist nie allein. Du bist immer beschützt, behütet und es ist immer jemand bei dir, der dich liebt. Aber in der Einsamkeit lernst du dich selber erst kennen. Du kannst dich beobachten, du kannst ein gutes Buch lesen, du kannst gute Musik dir reinlegen, eine gute, wo du mittanzen kannst. Was glaubst du, wie oft ich alleine mit mir tanze? Ich kenne so viele Leute, die jammern, dass sie nicht zum Tanzen kommen. Und ich lege mir einfach Musik auf und tanze mit mir alleine. Da brauche ich niemanden. Ich mache es einfach. Und dann denke ich mir, mei, schaut das komisch aus, wenn ich mit mir alleine tanze. Und dann muss ich erst recht lachen, weil andere vielleicht denken würden, na, schaut die komisch aus. Und dann lache ich mit mir alleine. Mach das einfach. Probier es mal aus. Angst vorm Unglücklichsein, also das sind ja deine Gedanken.
Du bist ja genau, wenn du jetzt unglücklich bist, dann war das der Gedanke, den du vorher gehabt hast und groß werden hast lassen. Wenn du sagst, ich bin glücklich und dankbar bist, wofür du glücklich bist, für alles dankbar, was wir haben, da kannst du nur glücklich sein, da kannst du nicht mehr unglücklich sein. Und wenn du wirklich mal einen Moment hast, wo du nicht glücklich bist, dann schau dir mal wirklich ein Video an, aus Afrika vielleicht, aus dem Slumsviertel. Oder schau dir mal ein Video an von kranken Menschen. Und dann merkst du erst, wie dankbar das ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in so einem tollen Land leben. Dass wir so beschützt sind vom Sozialsystem. Dass wir vielleicht gesund sind. Dass wir ärztliche Versorgung haben. Wir haben so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Wir vergessen es nur manchmal. Also einfach eine Übung, wenn du unglücklich, dann brauchst du ja nicht mehr fürchten vom Unglücklichsein. Weil du hast jetzt eine Methode, schreib dir das auf, sei dankbar, wie du aus dem Unglück rauskommst. Angst vor Enttäuschung, oje, oje. Wie oft machen wir was nicht, weil wir könnten ja enttäuscht werden. Und das ist auch so schlimm. Oft einmal ist man enttäuscht, ja, Liebeskummer, nie wieder werde ich mich auf einen Partner einlassen, weil der könnte mich wieder enttäuschen. Aber wenn du so denkst, bestiehlst du dich um alle Freuden, die noch vor dir liegen. Du bestiehlst dich selber, weil du Dinge nicht mehr zulässt. Natürlich kannst du mal enttäuscht werden, aber diese vielen glücklichen Momente, die vorher sind, die vergisst du dann. Also lass dich darauf ein, dass du enttäuscht wirst und genieße auch das, weil du weißt ja gar nicht, wie viele Menschen du schon enttäuscht hast, du merkst es oft gar nicht. Du sagst einen Satz, ein anderer ist enttäuscht und sagt dir das nicht. Und du weißt nicht, welcher Satz das war. Und deshalb lass den Gedanken gar nicht zu und sei einfach dankbar. Angst vor Schmerzen ist natürlich auch klar. Angst vor Schmerzen ist eine natürliche Abwehr. Wir wollen uns ja nicht verletzen, wir wollen uns ja nicht wehtun. Und oft tun wir einfach manche Sachen nicht, weil wir Angst haben, das könnte dir schmerzen. Und dann tust du das und merkst einmal, so viel Schmerz hat es gar nicht gegeben. Also einfach trotzdem trauen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Angst. Angst vor dem Unbekannten. Da sind wir jetzt wieder im Nebel. Geh den Schritt trotzdem. Auch wenn du das Glück, der Erfolg liegt im Unbekannten. Kein Mensch kennt, ich sage aber jetzt einen ganz coolen Satz, habe ich, vorne ist dort, wo sich keiner auskennt. Und keiner kennt sich in der Zukunft aus. Für jeden ist die Zukunft was Unbekanntes. Aber das Glück liegt im Unbekannten. Weil erst, wenn du es tust, wenn du es ausprobierst, merkst du, dass es dich glücklich macht. Oder auch nicht. Aber egal, wenn du es nicht probierst, weißt du es nicht. Raus aus der Komfortzone, mach das Unbekannte, dass du wirklich das erlebst und richtig glücklich sein kannst überhaupt. Und Angst, unsere Freiheit zu verlieren, ist natürlich auch eine Grundangst. Wir wollen alle frei sein, aber wenn du das weißt, die Freiheit der Gedanken kann dir keiner nehmen. Wer hat das gesagt? Der Viktor Frankl war das, ein Wiener. Der Viktor Frankl ist im Gefängnis gesessen. Und der hat dann, war der Psychologe, und der hat genau das gesagt, diese Gedanken kann ihn keiner nehmen, der Freiheit. Und ich habe immer nur im Denken meine Freiheit. Und egal, wie du nach außen hin vielleicht gefangen bist, aber du hast immer nur die Freiheit der Gedanken. Und mit dieser Freiheit der Gedanken kannst du dich auch wieder in die äußerliche Freiheit dorthin bewegen, wo du sein möchtest. Also hab keine Angst davor. Das wollte ich einfach sagen, geh diese 10 Ängste durch und dann wird sich dein Leben auftun, du wirst Ziele erreichen, das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Warum? Weil ja keiner weiß, was in der Zukunft passiert. Aber wenn du trotz Angst weitergehst, mutig voranschreitest, dann wirst du diese Ziele erreichen, diese Wünsche. Du musst nur dranbleiben. Und der Nelson Mandela, den kennst du sicher, der ist ja viele, viele Jahre im Gefängnis gewesen, war dann Präsident in Afrika. Und was hat er gesagt? Das ist so cool, pass auf. Der hat das bei seiner Antrittsrede zum Präsidenten hat er gesagt. Das muss ich jetzt ablesen, weil das kann ich nicht auswendig, sonst wörtlich. Unsere tiefste Angst ist nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Maßen machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir am meisten fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Und es ist tatsächlich so. Oft haben wir nur Angst, was passiert, wenn ich jetzt wirklich das erreiche. Und dann reden wir uns Ängste ein, die gar nicht da sind.
Und das ist wirklich, es geht auch beim Geldverdienen überall. Oft sagen wir, ja, 2.000 Euro im Monat bin ich gewohnt, aber vor 20.000 Euro im Monat, das kann ich mir nicht vorstellen, davor habe ich Angst. Weil ich habe vielleicht einen Glaubenssatz drinnen, der sagt, ja, Geld macht schlecht oder so, ja. Aber Geld macht deinen Charakter nur sichtbar. Musst du mal drüber nachdenken. Geld macht Charakter sichtbar. Du warst vorher schon so wie jetzt, ob mit oder ohne Geld. Aber durchs Geld hast du die Möglichkeit, es sichtbar zu machen. Und glaub an deine Größe. Wir sind das Licht der Welt. Steht in der Bibel so drin und das nehme ich dann einfach für mich und sage, ich bin das Licht der Welt. Ich darf strahlen. Ich soll strahlen. Ich muss strahlen. Wenn ich was bewegen will, weil nur Energie gewinnt, wenn ich strahle, wenn ich was Gutes für die Menschen tue. Wenn dir das Video jetzt taugt und sagst, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Und du teilst es mit anderen Menschen und die teilst wieder und stell dir vor, das sind auf einmal 100.000 Menschen. Dann habe ich für 100.000 Menschen was Gutes getan. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist überheblich, 100.000. Aber wenn ich das Licht der Welt bin und damit so vielen Menschen helfe, dann darf ich strahlen. Aber nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich so vielen Menschen helfen kann damit. Und das ist das Ziel. Warum mache ich es? Ich möchte Menschen ermutigen, ihren Mut zu nehmen und die Zukunft zu gehen. Ich möchte dir, genau dir, die du jetzt zuschaust, sagen, überwinde deine Angst, geh vorwärts, mach dein Ding und egal welche Ängste kommen, mach es trotzdem. Hab immer das Bild vom Nebel vor dir. Du musst nur Schritt für Schritt, einen Schritt, nur nicht aufgeben, immer wieder weiter. Und auch ganz langsam, du musst nicht schnell laufen. Lauf in deinem Tempo, so wie sich der Weg zeigt. Ja, und jetzt danke dir. Ich hoffe, es war für dich wieder interessant und was dabei. Und jetzt wünsche ich dir, dass du deine Schritte gehst, dass du vorwärts gehst, dass du in die Zukunft reingehst, auch wenn du noch nicht weißt, was dir bringt. Und die Überraschungen sind ja da, dass sie uns beflügeln. Lass die beschenken, lass die überraschen vom Leben. Und geh trotzdem, auch wenn du Angst hast, weil das ist Mut. Und jetzt wünsche ich dir, egal welche Ziele du dir setzt, schreib sie auf und geh sie Schritt für Schritt in deinem Tempo. Und ich wünsche dir alles Liebe und liebe alles. Deine Martina. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.